Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Wie lange hat, Brüder? Freunde, wie ihr seht, sind wir gerade vor BK, denn wir werden heute den ganzen Tag lang nur von BK-Coupons essen. Das fängt jetzt vor dem Training an. Aber davor holen wir uns erstmal noch einen kleinen Snack. Erste wichtige Frage, BK oder Mc's? BK oder Mc's, Freunde. Was möchtet ihr mehr? Schreibt es in die Kommentare. Aber Freunde, wir gehen natürlich jetzt nicht rein, weil Drive in Action. Ich glaube, BK kannst du sogar drinnen bestellen. Also man kann, ja, man kann mit Maske drinnen bestellen und darf dann ohne Maske essen. Das ist so crazy. Ehrlich? Ne? Ja, doch, doch. Ja, Willi, mit 600 km/h erstmal ein Drive-In fahren hier. Wir haben noch gar nicht geguckt, was es für Coupons gibt, ne? Doch, Digga, ich habe letztens geguckt. Und zwar würde ich vor dem Training was sehr Entspanntes holen. Und zwar das Boah. Hier. Zwei Nugget Burger mit einer 04er Cola. Das ist einfach. Das ist so ein Coupon, da sagt man sich, Bruder, da habe ich wirklich was gespart. Weil die meisten Coupons sind gar nicht so viel günstiger, als wenn man sich das einzeln holt. Nur man checkt das nicht, weil die einfach in der App sind. Aber nicht schlimm, jetzt erstmal bestellen. Schön diesen Coupon hier. Gönn it in, pre-workout meal. Freunde, Bestellung ist am Start. Ohne Witz, ich habe so Bock da drauf gerade. Das Geile ist, ich bin gerade... Hast du den da rausgeholt? Jetzt denken die Leute, dass er einfach so da drin lag, ne? Da lagst du genauso da drin. Das Geile ist, dass sie so heftig lang gebraucht haben gefühlt. Okay, was war das lang? Wir haben 5 Minuten gebraucht für so kleine Burger, aber das heißt, die sind frisch, das finde ich gut. Stößchen. Stößchen. Wir haben uns nämlich 2 Nugget Burger geholt mit einem Getränk. Und das Getränk ist in diesem Fall Sprite. Ich bin zu Burgern, schmeckt Sprite als Getränk einfach am allerbesten. Boah, die schmecken so geil gerade, ne? Boah. Mmh, ich würde sagen, Leistungstraining mit dem heftigsten Punkt. Hier, Bro, dein Booster. Danke, Bro, mein Booster. Wir sind gerade beim Gym angekommen, werden uns jetzt hier noch den neuen Process Booster gönnen, und zwar ist der Ripped. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Ist im Geschmack Orange. Boah, krank. Der schmeckt richtig geil. Der schmeckt komplett geil, ne? Der schmeckt ein bisschen nach Grapefruit Orange, finde ich. Mhm. Da jetzt noch ein bisschen Citrullin rein, dann wäre das Chuck. Wenn ihr Booster braucht oder andere Supplements oder Whey Protein, dann könnt ihr immer den ersten Link in der Beschreibung abchecken. 10% mit unserem Code Engels. Und ich würde sagen, Gym Time. Hey Bro, I saw you in that Rapzilla cover. When you trying to link up? Hey, it's funny how times will change, you know. Link up. Link up. Nah, yeah. Delete all that, yeah. Ice cream, bring that link up, link up, link up, link up. Now that I'm on, wanna meet up. I tell them keep the same energy. It's not the same when I see ya. No, link up, link up, link up. Ayy, link up, link up, link up. Ayy, link up, link up. Now that I'm on, wanna meet up. I tell them keep the same energy. It's not the same when I see ya. No, link up, link up, link up. Ayy, link up, link up, link up. Ayy. Link up, link up. Now that I'm on, wanna meet up. I tell them keep the same energy. I just stay hidden like Issa. Now they text me, need that feature. I've been glowed up, give y'all seizures. I woke them up, no alarm. I swear I'm trying to keep calm. Remember they never replied. Now they all text me, I'm on. I swear I feel like a. So, Freunde, das Training ist durch. Training war richtig, richtig gut. Trotz der 2 Burger und der Sprite direkt vorm Training. Was trotz, aber Digga, was heißt trotz? Nur deswegen war das Training gut plus den Booster, also besser geht's eigentlich nicht. Der Booster war unnormal. Also wir haben den heute das allererste Mal genommen, ohne Scheiß. Ist geil, ne? Der war komplett geil. Ein Serving, nicht mehr genommen und so durchgepowert das Training. Ja, Mann. Geil. Chucky. Und, Freunde, das waren ja auch nur, ich glaube, wenn ich schätzen müsste, 600-700 Kalorien. Oder nee, lass hier vorne den. Du bist schlau. Ja, Mann, auf jeden Fall waren das ungefähr 600-700 Kalorien. Ich glaube, so ein Chicken Nugget Burger hat 250 Kalorien oder so, ne? Chicken Nugget Burger hat ungefähr 250 Kalorien, oder? Ja, eher so 300. Eher so 300. 270, 280. Vielleicht auch nur 50 Kalorien. Also war ungefähr 700 bis 800 Kalorien eher. War auf jeden Fall gut, war geil. Jetzt fahren wir los zum nächsten BK. So, Freunde, wir sind jetzt gerade vor dem nächsten BK, der relativ nah an unserem Gym ist. Extra Sport, bestes Gym, was es überhaupt gibt. Wenn ihr, ja, Gym-Switch machen wollt, auf jeden Fall zu dem Gym. Extra Sport Paderborn, geisteskrankes Gym. Link up. Link up, now that I'm on, wanna meet up. I tell them keep the same energy. It's not the same when I see ya. No, link. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gerade auf den Coupon, beziehungsweise auf die Coupons und gucke erstmal, was wir uns jetzt ziehen. Willst du was Fettes? Eigentlich schon, ne? Post-Workout. Mm. Also nicht sowas zum Platzen so mäßig, aber schon. Ich würde schon was Saftiges nehmen. Hier, der ist doch geil. Big King Whopper Junior. Weil willst du ja so also chicken? Das ist gut, Big King Whopper Junior ist geil. Baba. Ja, Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall mit Masken rein, weil man, wenn ich weiß gar nicht, ob man hier. Kann man hier rein? Google C, aber ich glaube, das geht schon fett. Ja, doch, sieht so aus.
auf jeden Fall einiges am Start, Freunde. Servus! Hallo! So, es ist am Start, Freunde. Gönn it in. Hier, Leute, hier Getränke für jeden. Danke. Das für Vico Max zusammen, oder Max hat kein Getränk eigentlich. Crispy aber Chicken, war das für dich? Das weil der so ein Coupon hatte mit geileren Burger. Das ist vielleicht? Freunde, was ist das eigentlich? Das ist der Whopper Junior, ja, ne? Der sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schmackhaft aus. Freunde, mir fällt gerade auf, es sind echt viele Leute am Samstag bei BK. Und weißt du, was mir auch auffällt? Es ist einfach extrem warm. Boah, sieht nach einem Tanktop und einem Training draußen in der Sonne. Und dieser Burger sieht irgendwie so, ich finde, der sieht richtig amerikanisch aus. Kennt ihr das, wenn so ein Burger amerikanisch aussieht? Ich kann das nicht beschreiben. Einfach so einen geilen Vibe. Das ja, ist einfach, ja, genau, ein genau. Feeling. Schmeckt? Ja, muss sagen, Weltklasse. Right, Leute, ich werde jetzt den anderen Burger probieren, der jetzt auch am Start ist, und zwar den Big King. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, Mann, Big King. Bei mir ist das immer so, ich habe keinen festen Favoriten, BK oder Mc's, aber jetzt gerade habe ich einfach Bock auf BK. Aber es gibt auch so Tage, da habe ich mehr Bock auf Mc's, aber das eher selten. Sieht schon mal sehr, sehr schmackofatz aus. Boah. Bruder, Boah, Digga, nach dem Training. Lieber nicht, das schläft mir lieber nicht. Lieber nicht, lieber nur für Videos. Aber ist schon geil, ne? Ja, Mann. Burger sind schon lecker. Und dazu gibt es natürlich, wo sind sie? Pommes. This roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Freunde, ich hatte gerade einen The King. Ja, Mann. Geil. Ich weiß nicht, ob der Whopper geiler ist. Ich weiß schon, wie fresh der ist, ne? Boah. Ja. Whopper killt alles. Whopper killt komplett alles. Boah. Ich hatte gerade eine sehr, sehr geile Idee, und zwar werden wir jetzt am Ende des Videos oder nach jeder Mahlzeit. Genau, wir blenden euch immer ein, wie viel wir mit den Coupons gespart haben, weil, wie am Anfang des Videos gesagt, es ist oft so, dass diese Coupons gar nicht günstiger sind, also das ist mein Glaube, aber wir werden das Ganze nochmal durchrechnen und wir blenden euch jetzt mal ein, wie viel wir gespart haben. So, Freunde, Essen ist drinne. Nach dem Training, so eine Mahlzeit war ganz gut. Ich glaube, das war so ein 1000 Kalorien ungefähr. Ungefähr, ja doch, pipapo, 1000 Kalorien ungefähr mit dem Pommes dazu. Hat übelst perfekt gesättigt, man ist nicht zu voll. Also wirklich perfektes Post-Workout-Meal. Servus, Meister. Und ja, Freunde, jetzt wird verdaut. Und dann jetzt ist verdaut wieder. Okay, aber gucken, wie wir uns in einer Stunde fühlen. Also gerade bis jetzt alles perfekt. Alles gut, alles easy. Alles schmackofatz. So, Freunde, wieder zu Hause angekommen, haben wir jetzt geduscht, sind fresh, beziehungsweise fühlen uns jetzt wieder ein bisschen besser. Wobei wir uns gerade auch nicht schlecht gefühlt haben, aber ihr wisst schon nach dem Sport. Nein, ihr wisst schon Bescheid. Ja, wir wollen eigentlich gerade zum Friseur gehen. Wir waren noch nie in unserem Leben beim Friseur, für die Leute, die es noch nicht wissen. Wir haben, bis wir 18 waren, Mama meine Haare geschnitten und Artus, und ab 18 dann gegenseitig, und jetzt schneidet Artus nur noch die Haare. Aber, ja, wurde nichts, weil der Friseur schon zu ist. Dafür kann man eigentlich überlegen, Bratan, ob wir das mal im Video machen, ne? Wäre bestimmt lustig. Ja, Mann, wäre sehr lustig. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Dann nehmen wir euch einfach mal mit und gucken, wie das erste Mal Friseur ist. Oh. Weiß ich nicht, ist irgendwie voll cringy, der Drive-In. Ich schon, ist der überhaupt offen? Was willst du überhaupt? Boah, ich hätte Bock auf so ein Ding, Digga. Auf welchen? Auf den hier mit Crispy Chicken, ja, los, und Long Chicken. Ey, ich Bruder, überlegen, sollen wir dir was holen oder nicht? Apfel? Mhm. Nee. Nein, eigentlich nicht. Scheiß drauf. Aber die sind, das ist gar nicht gut, wenn so viel Burger King ist. Das machen wir nur zur Unterhaltung. Stimmt. Da können wir nicht die Kiddies, die Kleine, das in ganz ja, der geben. Das ist ja wirklich so, ne? Der ist wirklich so gut, da ist noch ein Auto. Ich hatte Angst, dass wir zu sind. Blinker. Herzlich willkommen bei Burger King. Shalom, Bruder. Servus, ich hätte gern zweimal den Coupon Z9. Servus, okay. Tschüss. Tschüss, Digga. Ketchup, Mayo? Ketchup, bitte. Stabil. Getränk? Cola Zero, bitte. Also light, wenn. Cola Zero? Yes. Juhu. Außerdem. Das wär's. Stabil, Digga. 14,98, Digga. Komm vor. Freunde, auf jeden Fall an alle, die aus Paderborn kommen. Wir haben gerade den geilsten Drive-In-Mitarbeiter der Welt kennengelernt. Grüße gehen raus. Sehr geile Vibes gehabt. Hat erstmal Musikwunsch geäußert. Ja, Mann. Auf Ehrenbasis haben wir ihm das gegönnt, natürlich. Safe Call. Ja, Mann. Falls du was siehst, Grüße gehen raus, Brudi. Falls nicht, trotzdem bester Mann. Let's go. Ich hab Hunger.
Fresh de Long Chicken? Oh, ja, ist ja, ja. Warm. Ja, und der ist frisch gemacht. Ehre auf die. Also, Freunde, falls. Der hat mich richtig gerippt. Warum? Ich war Ketchup und am Mai. Er macht im Mai, obwohl ich gesagt habe, Ketchup. Als auch? Ja, man, der hat mir zugehört, egal. Ich stelle mich mit Mario eh besser. Boah, er wusste das einfach, dass du es besser findest, ne? Freunde, jetzt ich das rein. Trick 17, Freunde, falls ihr den noch nicht kennt. Für die Leute, die frische Burger wollen, sagt einfach zum Beispiel, dass ihr Gurken brauchst. Ach, was glaube ich, das könnt ihr hier dann. Ja, ich glaube schon. Also, wenn ihr extra Wünsche äußert, dann kriegt ihr meistens frische Burger. Unbedingt. Ich habe so Hunger. Oh, der ist so durchgetrieben mit Mario, aber ist gut. Hat sich extra die Mühe gegeben, der Burger Water heute. Uno, dos, tres. Digga. Boah. Was ist das, Alter? Boah. Was ist das hier? Guck mal. No. Ja, willst du mal abbeißen gleich? Boah. No cap, aber das ist der heftigste Long Chicken, den ich jemals hatte, ne? Boah. Der ist so frisch und lecker, ne? Wollen wir probieren? Alter, willst du probieren, Mika? Was, klar? Aufstehen. Boah, saftig. Er ist krank, ne? Darf ich mal ran? Safe. Ist geil, ne? So, Freunde, letzte Mahlzeit. Das war jetzt zwar kein Coupon, der irgendwie reduziert war, aber es war dieser Coupon, wo die gesagt haben, es gibt eine neue Sorte von dem McSundy. McSundy bei Burger King, wer kennt's nicht? Digga, wie heißt das? McFusion. King Fusion, man. Ich sag einfach McSundy, ne? Und yeah, ich check's nicht. It's a freaking King Fusion, you know? Ich hab hier den Geschmack, yes. Lemon Buttermilk. Yeah. Das Ding ist, ich sag erstmal nichts, ich probier erstmal und du auch. Taste that thing, I will record that. How it is this? Digger. Digger? It is a good digger, a bad digger. Unnormal gut. Okay, was but. Was mir aber fehlt. Okay, Crunch. Das ist halt nur dieser Sirup. Oh yeah, that's not very nice, you know. Komm, setz dich, it would be great. No, I will. Kannst du Deutsch reden, bitte? No. Das ist nicht das beste Image bei dir, warte. I think that's a good image. Nice, Kaktus. Okay, very creamy. Very tasty. Bitte Deutsch, sonst boxe ich dich leider. Ich finde es echt außerordentlich lecker, dieses Eis. Also ohne Witz, wenn hier noch so kleine Früchtchen drin oder so, das wäre... Was denn, hä? Früchtchen. Hä? Früchtchen. Boah, ich habe so gute Laune, Arthur ist so heftig abgefuckt, ne? Ich bin überhaupt nicht abgefuckt, Bruder. Alright, Freunde, ich würde sagen... Also, warum wir das gegessen haben übrigens? Weil der bei den Coupons war und da war einfach nichts anderes, was süß war. Und eigentlich kommt immer noch was Leitung, was süß ist, aber diesmal ging das vielleicht leider nicht so gut, weil die geizen einfach mit süßen Sachen, aber die Coupons, alles in allem, waren ganz okay. Waren zwar nicht die besten, ich fühle mich recht... Tot. Also ich bin richtig heftig müde, liegt wahrscheinlich auch teilweise am Essen, aber auch, weil wir jetzt endlich wieder im Gym sind. In NRW sind die Gyms seit Montag offen. Wir waren jetzt diese Woche bisher 5-mal, am Sonntag das 6. Mal. Ha, ich liebe es. Mein Beileid geht an die raus, bei denen es leider nicht so ist. Aber ich glaube, dass überall aus in Rheinland-Pfalz sind die Gyms offen. Aber nicht so. Berlin auch. Ja, ich glaube schon, eine Stunde mit Maskenpflicht, bei uns ist halt ohne. Aber Freunde, hier, das haben wir insgesamt gespart. Wenn wir uns die Burger einzeln holen, was man eigentlich ja sowieso üblicherweise nicht macht, eigentlich holt man sich dann irgendwelche anderen Gemüse, aber wie wir es machen. Es gibt Leute, die machen das, ne? Ja, ich würde immer, also es muss, ja, okay. Ich finde das krank. Stimmt, ja, aber... Kennst du das nicht, wenn vor dir einer im Drive ist und du siehst so... Ja, so Hamburger und Cheeseburger selbst. Nein, so einmal den Burger, dann einmal den Burger und man denkt sich, Bruder, genau das gibt's im Coupon. Digga! Falls das Video gefallen hat und ihr vielleicht noch ein Video davon sehen wollt von McDonald's oder so, gerne Kommentare lassen, Like da, Kommentar und... Ein Abo, Freunde. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ohne Scheiß, Buttermilk. Schon gut, ne? Lemon. Schmeckt böse. Mango ist nicht so mein Ding. Ich liebe Mango, aber irgendwie nicht in diesem Eis. Tschüss.